200. Stiftungsfest des Chors Pomerania Greifswald. Mit über 300 Gästen aus ganz Deutschland feierten die Gastgeber das Jubiläum mit einer traditionellen Kneipe und einem Festball. Hier in der Aula der Ernst-Moritz-Arndt-Universität fand der Festakt statt. Als Höhepunkt einer Veranstaltungsreihe vom 4. bis 6. Juni. In seiner Eröffnung erinnerte der Vorsitzende des Altherrenvorstandes Martin Britze an die Zeit der Gründung. 1810, als Greifswald noch zu Schweden gehörte und französisch besetzt war. Für das kulturelle Spektakel nebenbei sorgten die Talente der Greifswalder Musikschule. Besonderer Applaus für die 10-jährige Marie-Louise Voss. Die Grußworte des Kartellchors verlas Wolfgang von Dalwitz aus dem Altherrenvorstand des Chors Saxonia-Göttingen. Seit 1848 gehört Pomerania zum Pilsener Seniorenkonventsverband, der ältesten noch heute bestehenden Studentenorganisation. In der DDR-Zeit wurde die Wahrung und Tradition dem seit Langem mit Pomerania im engen Kartell verbundenen Chors Saxonia-Göttingen übertragen. Das ist eben gelungen, dass Pommern, also Mitglieder des Chors Pomerania, die vor dem Krieg hier in Greifswald aktiv waren, die haben erzählt, wie es war und wie es ist und haben das an Jüngere weitergegeben, die das fortgesetzt haben, indem sie eben, das ist ja bei den schlagenden Verbindungen, gehört es dazu, auch auf die Farben dieses Chors eine Partie geschlagen haben und das Band dann getragen haben und so die Tradition aufrechterhalten haben. Sie haben ja nur eins. Ich habe nur eins. Ich bin deswegen ja für dieses Kartellchor Saxonia hier und dieses Kartellchor hat eben diese Tradition geholfen, weiterzutragen über diese Zeit, in der das in Greifswald direkt nicht möglich war. Besonders froh war Wolfgang von der Gröben, dass er den ersten Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Professor Gomolka, als Festredner gewinnen konnte. Wenn nun also ein so prominenter Politiker hier aus dem Raum bereit ist, uns hier ja, zu unterstützen, und das setzt ja auch ein gewisses Ausrufungszeichen. Und ich glaube, das ist also durchaus würdig. Gomolka endete mit einem Witz seines Professors hier am Universitätsplatz, neben Kirche und Gefängnis am Uniplatz. Er zeigte mir die drei Gebäude, die Universität, den Knast und die Kirche und sagte, Herr Gomolka, ich bin über 70 Jahre alt, aber ich weiß immer noch nicht, diese drei Gebäude symbolisieren die Möglichkeiten der Erziehung. Welches die beste ist, weiß ich immer noch nicht. Zurzeit gehören 20 Studenten und 60 alte Herren zum Chor, das heute in der Arndtstraße 3 ein neues Domizil gefunden hat. Gleich nebenan in der Goethestraße ist die Heimat des Chors Borussia. Insgesamt sind in Greifswald 4 Chors etabliert.